Katholisch 1TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. 50 Jahre. Menschen mit und ohne Handicap feiern gemeinsam. 9 Jahre. Die Gebetsstätte Marienfried verabschiedet Clemens Maria Henkel. Und Kloster auf Zeit. Abt Johannes über das benediktinische Leben. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das dürften sich auch die Verantwortlichen der Ulrichswerkstätten in Augsburg gedacht haben. Sie haben in dieser Woche ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem großen Festakt gefeiert. Obwohl der Caritasverband der Diözese, der auch Träger der Ulrichswerkstätten ist, zurzeit eher keinen Grund zum Feiern hat. Der Brand im Sozialzentrum in Göggingen und die Folgen wiegen nach wie vor schwer. Und dennoch, ein Haus kann zerstört werden, nicht aber der Geist und die Haltung der Caritas. So hat es ein Mitarbeiter formuliert. Es wurde also gefeiert. 50 Jahre Ulrichswerkstätten. Der Platz im eigens errichteten Festzelt hätte fast nicht ausgereicht. Viele hundert Menschen waren zum großen Dankgottesdienst mit Bischof Konrad Staser gekommen. Neben den rund 600 Menschen mit Behinderung, die in den Ulrichswerkstätten arbeiten, waren auch zahlreiche Gäste anwesend. In seiner Predigt sprach Bischof Staser unter anderem davon, dass der Festtag auch im Zeichen der Dankbarkeit für alle Beteiligten stehe. In den Ulrichswerkstätten wird das Vermächtnis des Bistumspatrons weitergeführt. Das sagt schon was aus. Vorher die Feier der Ulrichswoche, dieses Namens und des Bistumsheiligen. Und dann hier ganz konkret, wie eine Tradition in einem Bistum fortgesetzt wird. Eben nicht nur mit festlichen Gottesdiensten, sondern nicht weniger mit der Diakonie und mit der Caritas. Als die Ulrichswerkstätten vor 50 Jahren in Augsburg gegründet wurden, war es ein weit weniger beeindruckendes Gebäude als heute, in dem die Menschen mit Behinderung arbeiten konnten. Aber es war ein Schritt, den bis heute niemand bereut hat. Am allerwenigsten wohl die Menschen, um die es geht. Menschen mit Behinderung. Hier in der Montagegruppe zum Beispiel werden gerade Aktivkohlefilter hergestellt und verpackt. Die Arbeit ist aber keine Beschäftigungstherapie. Vielmehr konkurrieren die Ulrichswerkstätten mit der freien Wirtschaft darum, Produkte günstig herzustellen. Und die Freude an der Arbeit kommt hier auch nicht zu kurz. Die Arbeit macht mir sehr Spaß und meine Kollegen und meine Kolleginnen sind auch sehr lieb und mit denen habe ich auch sehr Spaß. Und ich kann euch allen sagen, unsere Ulrichswerkstätte ist super. Im Berufsbildungsbereich der Ulrichswerkstätten lernen Menschen mit Behinderung, ihre Potenziale zu erkennen. Was liegt mir? Was kann ich? Gruppenleiter Steffen Beilich arbeitet gerade mit Raphael Abade. Er möchte in den Werkstätten vor allem seine handwerklichen Fähigkeiten einbringen. In den Ulrichswerkstätten herrscht eine ruhige und angenehme Arbeitsatmosphäre. Es gibt hier die verschiedensten Möglichkeiten zu arbeiten, zum Beispiel in der hauseigenen Gärtnerei Karotte. Teilhabe am Arbeitsleben, berufliche Qualifizierung und Rehabilitation gehören zu den Aufgaben der Ulrichswerkstätten. Wir passen nicht die Menschen an die Arbeit an, sondern passen die Arbeit an den Menschen an, haben auch einen eigenen Vorrichtungsbau, schaffen also Vorrichtungen, Hilfsmittel, um also Defizite, die die Menschen durch ihre Behinderung haben, damit auszugleichen. Ansonsten verstehen wir uns als Assistenten, als Begleiter, nicht als Chefs, nicht als diejenigen, die wissen, was ist für die Menschen mit Behinderung gut. So war das früher mal. Heutzutage verstehen wir uns als Partner. Es ist ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe. Und so ist es auch, wenn sich der Einrichtungsleiter mit dem Vorsitzenden des Werkstattrates unterhält. Peter Trapp kennt und schätzt die Einrichtung seit langem. Die Ulrichswerkstätten sind sehr gut, weil Menschen mit Behinderungen brauchen auch eine Arbeit. Und die können manchmal mehr leisten wie manche andere. Und genau das beweisen die Ulrichswerkstätten seit 50 Jahren. Damals war es ein bedeutender Schritt, die Werkstätten zu gründen. Es ist wichtig, dass gerade für unsere Menschen mit Behinderungen etwas gibt, weil jeder Mensch einen Wert hat, weil jeder Mensch zu seinem Lebensunterhalt selber beitragen möchte, weil jeder einen Sinn im Leben erleben mag. Und das bieten die Ulrichswerkstätten.
Menschen mit Behinderung teilhaben zu lassen, statt sie auszugrenzen, sie zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam etwas erreichen. Diesem Anspruch werden die Ulrichswerkstätten Augsburg seit einem halben Jahrhundert gerecht. Und das ist ein guter Grund zu feiern. Die Gebetsstätte Marienfried ist ein Anziehungspunkt für Gläubige weit über das Bistum hinaus. Zum großen Gebetstag am vergangenen Sonntag kamen die Menschen sogar aus Österreich angereist. Sicher auch, um den Festprediger Pater Karl Wallner zu hören, der viele Jahre Rektor der Hochschule Heiligenkreuz war. Es war gleichzeitig auch der letzte große Gebetstag unter der Leitung des langjährigen Direktors Clemens Maria Henkel. Ein Tag des Gebets und des Abschieds in Marienfried. Eine kleine Prozession mit der festlich geschmückten Marienstatue. Für Direktor Clemens Maria Henkel der erste Programmpunkt eines Tages, der für ihn sicher noch einmal im Zeichen des Gebets stand, aber gleichzeitig auch ein Abschied nehmen war. Wie es immer ist, wenn etwas zum letzten Mal geschieht. Und dies war eben der letzte große Gebetstag in Marienfried unter seiner Leitung. Ein Ort des Lernens auch nochmal hineinzufinden in diesen Dienst auch für die Menschen hier in einer Gebetsstätte. Das ist nochmal ein anderer Dienst als eine Pfarrei. Aber hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, die Menschen zu begleiten. Und es sind ganz unterschiedliche Menschen, die hierher kommen, auch mit Interesse. Das finde ich eigentlich für mich auch sehr, sehr schön. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Viele Gläubige waren an diesem heißen Sommertag gekommen, um gemeinsam die Messe zu feiern. Festprediger war Pater Karl Wallner aus dem österreichischen Kloster Heiligenkreuz, der Marienfried als Kraftquelle bezeichnete. Er stellte an diesem Tag die Frage, ob es die Kirche in Europa in 30 Jahren noch geben würde, und betonte, wie wichtig das Gebet sei. Nur 9% der jungen Katholiken hier würden noch beten. Das gelte es zu ändern, denn Gott ist spannend. Gebet und Gott müssten in den Mittelpunkt gestellt werden. Christen seien eine missionarische Gemeinschaft. Seine Worte kamen an. Besonders gut gefallen hat mir natürlich der Professor Wallner mit seiner Ansprache, mit seiner Predigt. Man sollte missionieren, das ist ganz, ganz wichtig. Auch die Jugend ist A und O, Jugend missionieren. War sehr cool, war sehr energievoll. Und beruhigend. Hervorragend. Und ich hoffe, dass das auch viele wieder annehmen. Das, was der Wallner gesprochen hat. Wir hoffen. Bloß wollen nicht mehr viele davon was wissen. Das ist traurig. Ich war schon öfter hier, ja. Das ist wunderbar hier. Das ist ein Gnadenort. Ich fand die Predigt vom Pater Karl Wallner mega beeindruckend. Die hat mir auch, es waren einfach so gute Worte, die der gesagt hat. Hat mich sehr beeindruckt, was der alles gesagt hat, ja. Heiß war es an diesem Tag auf der Lichtung vor dem Altar. Viele Menschen suchten Schatten oder wenigstens den Schutz von Sonnenschirmen. Der Freialtar stand übrigens beim großen Glaubenstag im heiligen Jahr 2000 im Augsburger Rosenau-Stadion und wurde 2004 in Marienfried aufgestellt. Direktor Henkel wird die Gebetsstätte bald verlassen, um für die deutschsprachigen Pfarreien in Lissabon und Porto und die Pilger in Fatima da zu sein. Er lernt bereits Portugiesisch und wird doch Marienfried mit seinen Menschen hier im Herzen behalten. Die Leute, die hierher kommen, erleben andere Menschen in ihrer Religiosität, in ihrem Glauben. Sie erleben eine gediegene Liturgie und sie erleben hier keinerlei Sozialkontrolle. Dieser Ort ist sehr, sehr wichtig und hilft Menschen, sich im Glauben wieder aufzurichten und auch in ihre Pfarreien zurückzukehren, an dem Ort, wo sie herkommen, ihren Familien oder wo sie herkommen aus ihrem Alltag, um dort Menschen zu sein, die ein Zeugnis geben von ihrem Leben für Christus. Der große Gebetstag in Marienfried schenkt Menschen ganz persönliche Glaubenserfahrungen. Direktor Clemens Henkel nimmt viele gute Wünsche nach Portugal mit. Der große Albert Schweitzer hat einmal gesagt, das Wenige, das du tun kannst, ist viel. Ein Satz, der gerade jetzt wieder ganz aktuell wird. Ein einzelner Mensch kann die Welt natürlich nicht retten, aber jeder kann seinen Beitrag leisten. Um diesen Gedanken auch schon an Schulen zu verankern, gibt es das Projekt Werde Weltveränderer, das der Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Kooperation mit dem Bischöflichen Jugendamt Augsburg jetzt zum ersten Mal in unserem Bistum durchgeführt hat. Pilotschule war diese Woche die St. Bonaventura Realschule in Dillingen. Werde Weltveränderer. Mit den bunten Luftballons steigen gute Vorsätze in den Himmel. Werde Weltveränderer! Vorsätze, die davon handeln, wie jeder Einzelne die Welt ein Stückchen besser machen möchte. Besser. Das heißt vor allem gerechter und bewahrend, wenn es um die Umwelt geht.
Das Projekt Weltveränderer haben sich heute Verantwortliche des Bistums an der St. Bonaventura Realschule in Dillingen angeschaut. Allen voran Weihbischof Florian Wörner. Wir haben einen Auftrag, mit dieser Welt gut umzugehen. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Der Herr hat sie uns anvertraut, dass wir gut mit ihr umgehen. Und die Art und Weise, wie das momentan geschieht, das wissen alle, das merken alle, ist nicht zukunftsträchtig. Das Projekt Weltveränderer hält dagegen. Eine Woche lang sind auf dem Schulhof und im Garten Zelte aufgebaut, in denen die Schüler in einzelnen Workshops vor allem auch globale Zusammenhänge erfahren. Wer verdient eigentlich wie viel an eurem teuren Handy? Wo kommen unsere T-Shirts her? Wie wichtig ist die Ozonschicht für das Leben auf der Erde? Es kommt ganz viel zurück. Die Schüler haben wirklich tolle Impulse auch. Die bringen super Themen mit ein, wenn wir sie so ein bisschen rauskitzeln mit verschiedenen Fragen und so. Die erkennen uns auf dem Schulhof, die freuen sich, dass wir da sind. Die fragen schon, ob sie nochmal in den Workshop kommen dürfen. Das Faircafé kommt super an. Die Zeltoase morgens mit den Impulsen, das ist wirklich ganz toll. Und die fragen uns auch zu verschiedenen Themen und trauen sich und das ist wirklich ganz toll. In einem Zelt gibt es fair gehandelte Produkte. Hier kauft das gute Gewissen mit. Die Schüler hier an der St. Bonaventura Realschule sind mit großem Interesse und mit Engagement dabei, wobei ihnen die Themen auch vertraut sind. Ihre Schule ist als UNESCO-Projektschule anerkannt. Wir haben einen ganz hervorragenden Eindruck, wir sind begeistert. Die Atmosphäre ist toll mit den Schülern, die Themen sind schülernah. Die Kinder lernen wirklich was zum Thema Nachhaltigkeit, die bekommen gute Impulse und Ideen. Und jetzt gerade in der Zeit, so gegen Ende des Schuljahres, ist das für uns ein ganz toller Impuls. Werde Weltveränderer. Gut, dass solche Projekte in die Schulen gehen, dahin, wo die Kinder und Jugendlichen eben sind. Die St. Bonaventura Realschule ist eine Schule des katholischen Schulwerks. Was umgangssprachlich mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz bezeichnet wird, hat hier auch den Aspekt des Bewahrens der Schöpfung. Das Projekt Weltveränderer, das im Bistum Mainz gegründet wurde und inzwischen in viele Bistümer ausstrahlt, trifft da genau den richtigen Geist. Und die richtigen Geister, denn die Jugend muss es am Ende richtig machen. Und jetzt geht es bei uns weiter mit den Kurznachrichten der Woche. In den kommenden Wochen startet die Kandidatensuche für die Kirchenverwaltungswahlen. Diese finden am 18. November in allen Kirchengemeinden der Diözese Augsburg statt. Bis Mitte Oktober können sich Gemeindemitglieder in ihren Pfarreien als Kandidaten aufstellen lassen oder Wahlvorschläge einreichen. Trotz der Zusammenfassung von Pfarreien in größere Seelsorgeeinheiten in den vergangenen Jahren bleiben die örtlichen Kirchenstiftungen bestehen. Die Kirchenverwaltung kümmert sich vor allem um die Finanz- und Vermögensverwaltung, die Durchführung von Baumaßnahmen und die Personalverwaltung. Alle Informationen zur Kirchenverwaltungswahl am 18. November finden Sie auf den Seiten der Bischöflichen Finanzkammer. Am vergangenen Freitag hat die Jakober Kirchweih und die traditionelle Jakobuswoche in Augsburg begonnen. Mit verschiedenen Wallfahrten, Ausstellungen, Konzerten und Gottesdiensten wurde und wird rund um die Kirche St. Jakob gefeiert. Der Gedenktag des heiligen Jakobus ist der 25. Juli. Um 19 Uhr findet an diesem Tag ein ökumenischer Festgottesdienst mit katholischen und evangelischen Geistlichen statt. Am kommenden Samstag gibt es dann die traditionelle Wallfahrt nach Hinterschellenbach. Zum Abschluss der Jakobuswoche am kommenden Sonntag feiert Domkapitular Andreas Mack eine ökumenische Andacht, nach der das Augsburger Drehorgelorchester ein Konzert gibt. Markus Söder kommt am 8. August nach Maria Vesperbild. Der bayerische Ministerpräsident wird auf dem Weg zu einer Kabinettssitzung in Ursberg kurz in den mittelschwäbischen Wallfahrtsort einkehren. Dort wird er dann gemeinsam mit Gläubigen und Wallfahrtsdirektor Erwin Reichert eine Andacht feiern und die Mariengrotte besuchen. Es sei eine rein religiöse Veranstaltung. Jeglicher äußerliche Pomp werde bewusst vermieden, so Wallfahrtsdirektor Reichert. Söder setze als bekennender evangelischer Christ mit seinem Besuch auch ein Zeichen dafür, dass der christliche Glaube niemanden ausgrenze, so Reichert. Nach fast 40 Jahren im Dienst der Betriebsseelsorge und der katholischen Arbeitnehmerbewegung, kurz KAB, wurde Diakon Erwin Helmer jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Hier Bilder aus einem Interview mit Katholisch 1 TV. Helmer verstand sich als Brückenbauer zwischen der Kirche und den Gewerkschaften. Bei seiner Verabschiedung erklärte Helmer den anwesenden Kooperationspartnern noch einmal die Wichtigkeit der Arbeit der KAB. Als Nachfolger von Helmer als Diözesanpräses wurde Georg Steinmetz vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird jetzt der Diözese übermittelt.
Und noch eine Personalie. Diakon Professor Adalbert Keller wird zum 1. September neuer Leiter der Kurseelsorge in Bad Wörishofen. Er war bisher Leiter der katholischen Erwachsenenbildung und des Akademischen Forums im Bistum Augsburg. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Kloster Andex. Dort gibt es in Kürze wieder das Angebot Kloster auf Zeit. Und wir waren in der Fuggerei, der ältesten noch bestehenden Sozialsiedlung der Welt. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Es ist bald Urlaubszeit. Die Sonne verwöhnt uns ja schon seit vielen Wochen. Und so ist in Andex, hoch oben auf dem Heiligen Berg, wie er oft auch genannt wird, in diesen Tagen noch ein bisschen mehr Betrieb als sonst. Während sich die einen erst mal im Biergarten erfrischen, zieht es die anderen sofort hinauf zur Klosterkirche. Glaube, Kultur und Brotzeit. Für viele ein gelungener Ausflugstag. Für alle, die nur noch tiefer in den Alltag der Benediktinermönche eintauchen möchten, gibt es nun wieder ein spannendes Angebot. Es heißt Kloster auf Zeit und richtet sich an Männer zwischen 16 und 26 Jahren. Für Anfang August sind noch Plätze frei. Abt Johannes, Kloster auf Zeit, ein Angebot für junge Männer, das mittlerweile Tradition hat. Wie sieht denn so ein Tag im Kloster aus? Ja, der Tag ist eigentlich strukturiert von unserem klösterlichen Tag. Also wir beginnen hier relativ spät, erst um 7 Uhr mit dem gemeinsamen Gebet, dann Frühstück, dann eine meditative Einheit am Morgen oder ein Impuls. Ja, und dann helfen die Teilnehmer in verschiedenen Arbeitsbereichen mit, so das Labor, also das Arbeiten auch vorkommt. Dann Mittagschor, Mittagessen und dann nachmittags immer so ein bisschen Freizeitprogramm, dass man was anschaut, einen Ausflug macht, mal vielleicht auch zum Schwimmen gehen oder Fußball spielt. Dann abends ist dann wieder Vesper und Messe am Abend, Abendessen komplett, dann vielleicht auch nochmal eine Einheit oder ins Gespräch kommen oder dass man einen Film miteinander anschaut. Also so die Struktur ist so vorgegeben und das Ziel ist einfach, dass die Teilnehmer einfach mal so in diesen klösterlichen Tagesablauf hineinkommen, dass man sich gegenseitig kennenlernt und sich so auch darüber austauscht. Wie wird das Angebot angenommen? Welche Männer kommen zu Ihnen? Was haben die für Beweggründe? Also es gibt es ja schon bei uns sehr, sehr lange, über 40 Jahre. Am Anfang haben wir noch 4 Wochen angeboten, ja, also den ganzen August durch. Jetzt bieten wir eben die erste Ferienwoche an. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, junge Männer, die da kommen. Einfach manche sind neugierig, sagen, ich möchte mal sehen, wie die da als Mönche leben. Andere sagen, ja, ich möchte ganz bewusst zur Ruhe kommen. Ich habe jetzt viel Stress gehabt im Studium oder nach dem Abitur. Ich möchte einfach mal so eine Woche runterfahren. Vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der sagt, interessiert mich mal persönlich, vielleicht wird es auch mein Weg. Also es sind ganz unterschiedliche Motive und das ist auch immer das Spannende dran. Was sind denn so Ihre Ambitionen als Kloster, sich zu öffnen? Gut, das eine ist einfach so auch mal ein Stück weit Vorurteile abzubauen, dass man sagt, schaut es euch an. Das andere ist natürlich auch, wir lernen viel von den jungen Männern, von den jungen Menschen. Also auch der Austausch ist ganz, ganz wichtig. Was haben die für Fragen, was haben wir für Fragen? Da geschieht auch einiges und das tut auch sehr gut. Haben Sie das Gefühl, dass so ein Angebot Kloster auf Zeit immer beliebter wird, weil es auch so gut in unsere Zeit passt, in eine Zeit voller Stress und Hektik? Muss man nicht vielleicht sogar aufpassen, dass es nicht immer mehr zum Lifestyle wird? Also wenn es zum Lifestyle wird, dann werden sie zu Mönchen. Also es ist ja unser Lebensstil eigentlich. Nicht eigentlich, sondern unser Lebensstil, nein. Also ich glaube, bei jungen Männern ist es eher noch gar nicht so in, dass man sagt, man geht für eine Woche ins Kloster. Das ist dann eher, so sage ich jetzt mal, ab 40 aufwärts, wenn man so ganz im Berufsleben steht, wenn man seinen Platz gefunden hat und so und merkt, ich bin in diesen Mühlen so drin. Also von daher ist die Zielgruppe jetzt bei einem Kloster auf Zeit eine etwas andere, wie jetzt bei den Exerzitien für Manager zum Beispiel, wo es bewusst um das Runterfahren geht oder zu sich kommen. Aber es ist natürlich schon eine Chance, auch dass
junge Menschen eine andere Lebensform kennenlernen. Und einige kommen ja auch immer wieder. Also es ist ja auch eine schöne Erfahrung, dass die das sich merken und sagen, nächstes Jahr komme ich wieder. Oder so auch eine Verbindung zu uns bleibt. Vergangenes Jahr habe ich einen jungen Mann getraut, der jetzt Anfang 30 ist, wo der Kontakt so bestehen blieb. Oder man trifft sich mal wo zufällig und dann sagen sie, ja, wir waren damals 1999 bei der Jugendwoche dabei. Das ist dann auch was Schönes. Welchen Platz hat das Spirituelle bei Ihnen? Ist das, muss man gläubig sein? Muss man so richtig mit einsteigen können im Gebet oder ist man offen? Also da sind wir völlig offen. Ob jetzt jemand, meinetwegen kirchlich, irgendwo beheimatet ist oder nicht, das ist eigentlich gleich. Das Interesse soll einfach da sein, dass man sagt, ja, ich lasse mich jetzt mal auf diese Lebensweise ein und alles andere ergibt sich dann in der Woche. Und noch ganz praktisch, wer kann zu Ihnen kommen, was muss er mitbringen? Ja, man muss interessiert sein für unsere Lebensweise, sagen, ich möchte mich darauf einlassen und viel mehr ist es gar nicht. Also man ist kein stiller Beobachter, sondern man ist mittendrin. Genau, man ist eingeladen, teilzunehmen, sich einzubringen und Kost und Logis ist auch alles frei. Also sprich, es ist wirklich so, es ist eine Einladung zu sagen, kommt her und seht. Vielen Dank. Das Projekt Kloster auf Zeit in Andex findet vom 28. Juli bis zum 4. August statt. Es beginnt also am kommenden Freitag. Im Moment sind noch ein paar Plätze offen. Eingeladen sind interessierte Männer zwischen 16 und 26 Jahren, die Freude daran haben, etwas tiefer in das Leben der Benediktiner einzutauchen, mit ihnen zu beten, Ausflüge zu unternehmen und auch mit anzupacken. Zudem wird es die Möglichkeit zum Rückzug, aber auch zum gemeinsamen Austausch geben. Alle Infos finden Sie unter tageimkloster@andex.de. Und jetzt zu einem anderen Thema. Es ist ein Ort, der seit Jahrhunderten für diejenigen Menschen da ist, die es schwerer im Leben haben als andere. Heute ist die Fuggerei, gegründet im Jahr 1521, die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt. Im Lauf der Jahrhunderte hat sich zwar äußerlich viel verändert, dennoch gelten die bei der Gründung durch Jakob Fugger den Reichen aufgestellten Regeln noch heute. Welche das sind und wie das Leben in der Fuggerei im 21. Jahrhundert aussieht, sehen Sie jetzt. Domkapitular Andreas Mack auf dem Weg in die Kirche der Fuggerei. Es ist kein Zufall, dass sich gleich am Eingang die katholische St. Markuskirche befindet, denn der Glaube spielt hier eine wichtige Rolle. Mack kann als aktueller Fuggereigeistlicher auf eine lange Reihe prominenter Vorgänger zurückblicken. Und auch für die religiöse Stadtgeschichte Augsburgs war diese Kirche mit entscheidend. Die Fuggereikirche gehört zur Reformationsgeschichte der Stadt Augsburg. Die Jakober Vorstadt wurde sehr früh evangelisch. Die Reformatoren aus der Schweiz gewannen hier ihre Gläubigen und so waren wir auf einmal eine katholische Insel in einem rein evangelischen Gebiet. Der erste Fuggereipfarrer, der heilige Petrus Canisius, hatte dann die Idee für dieses Gotteshaus, in dem wir gerade stehen. Man hatte es nach seinem Weggang aus Augsburg gebaut und 1582 die Kirche hier geweiht. Die Inneneinrichtung der Kirche hat schwere Zeiten hinter sich. Im Lauf der Jahre hat sie sich immer wieder verändert. Neues kam hinzu, Altes wurde entfernt. Der wohl heftigste Einschnitt des letzten Jahrhunderts hängt mit dem Bombardement der Stadt Augsburg zusammen. Die Kirche wurde im Jahr 1944 völlig zerstört. Es blieben nur noch die Außenmauern stehen. Und nach dem Krieg hat man sich entschieden, diese Kirche wieder neu aufzubauen und hat ihr aber nicht mehr die barocke Ausstattung, sondern eine Renaissance-Ausstattung gegeben. So gibt es ganz liebenswerte Details. Eine Schlossdecke ist heute unsere Kirchendecke und viele Gegenstände aus Fuggerhäusern haben die Kirche komplettiert. Wer ein wenig Zeit in dieser Kirche verbringt, die zu den Öffnungszeiten jedem offen steht, entdeckt viele kleine, interessante Details. Und auch Fuggereipfarrer Mack hat sein ganz persönliches Lieblingsstück in dieser Kirche. Was mir besonders gut gefällt, ist vorne dieser kleine Putto in diesem Fries. Ich fühle mich immer so angeschaut, wenn ich die Messe feiere. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass ich mit dem Himmel verbunden bin und dass der Himmel jetzt gerade auf mich einfach blickt und ich geborgen bin. Und der lacht so verschmitzt, dass ich mich immer sehr positiv bestärkt fühle. Und so positiv gestimmt geht auch Mira Bulanovic in diese Kirche. Sie hat in der Fuggerei eine Wohnung und ist seit einiger Zeit in der Kirche als Mesnerin aktiv.
Der katholische Glaube spielt in ihrem Leben eine zentrale Rolle. Hier leben und arbeiten zu können, empfindet sie als großes Glück. Ich bin zufrieden und ich fühle mich wohl und also und ich bedanke lieber Gott und ich bedanke ganze Gesellschaft hier in der Fuggerei, dass ich hier wohnen darf. Und das ist ja auch also große Glück, kann man schon sagen, und ich fühle mich wohl. Zum Wohlfühlen gehören natürlich auch die Wohnungen in der Fuggerei. Wir dürfen bei Josephine Habermeier vorbeischauen. Sie lebt seit 22 Jahren hier und bezeichnet die Fuggerei als kleines Paradies. Ihr Häuschen bezeichnet sie als eine Oase der Ruhe. Sogar ein kleiner Garten gehört dazu. Sie nimmt die Auflagen des Gründers der Sozialsiedlung sehr ernst. Dazu gehören zum Beispiel ein tägliches Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria. Ich bin das schon vom Elternhaus her gewöhnt, also in die Kirche zu gehen, meine Gebete zu verrichten. Da war die Mutter schon dahinter. Und das mache ich heute noch. Also ich gehe, muss sagen, fast immer, höchstens ich bin krank, in die Kirche, wenn wir eine Messe haben, ich bin immer vorne. Und das gibt mir viel. Ich bin ruhig, wenn ich aus der Kirche rauskomme, es gibt mir Kraft. Weil ich war schon so schwer krank. Und mir hat der Herrgott und Mutter Gottes geholfen. Und ich bin eine Verehrerin von der Mutter Gottes. Zeugnisse des Glaubens findet man in der Fuggerei viele. Man muss nur durch die Straßen der Stadt in der Stadt, wie sie oft bezeichnet wird, gehen. Die Fuggerei ist seit ihrem Bau eine Stiftung. Die Jahresmiete für eine Wohnung beträgt 88 Cent. Aber nicht jeder darf hier wohnen. Der Gründer Jakob Fugger, der Reiche, hat klare Bedingungen festgelegt, die noch heute gelten. Die Bedingungen sind eigentlich Augsburg, wohnhaft im Stadtkreis Augsburg, also nicht in Augsburg geboren, das ist so eine Mehr, und bedürftig. Und bedürftig ist halt relativ im Vergleich zu denen, die sich bewerben. Und es gibt monetäre Faktoren von Bedürftigkeit. Das ist klar, irgendwie kein großes Vermögen, kein großes Einkünfte. Aber es gibt dann ja auch noch andere Faktoren von Bedürftigkeit in psychischer, physischer oder momentanen Notsituationen. Etwa 70 Personen stehen derzeit auf der Warteliste für eine Wohnung in der Fuggerei. Zur Finanzierung der Sozialsiedlung tragen auch die vielen Touristen bei, die täglich hier unterwegs sind. In 2 Jahren kann die Fuggerei ihr 500. Jubiläum feiern. Und die Sozialsiedlung macht den Eindruck, als ob diese Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende ist. Eine City-Seelsorge ist ein Ort der Begegnung, an dem Menschen Zeit und Offenheit finden für Gespräche über den Alltag, das Leben, über Gott und die Welt. Die City-Seelsorge ist ein Ort, der offen ist für alle Menschen und alle Fragen. Und so einen Ort soll es künftig auch mitten im Herzen Memmingens geben. Dort, wo im Moment noch kräftig gebaut wird, wo es staubt und lärmt, soll ab Herbst 2019 ein Ort der Begegnung entstehen. Dafür setzt sich das Team der City-Seelsorge seit der Idee vor 3 Jahren mit großem Engagement ein. Wir haben mit Dekan Ludwig Waldmüller über das Großprojekt gesprochen. Herr Dekan Waldmüller, hier mitten im Zentrum von Memmingen soll die City-Seelsorge entstehen, in diesem Gebäude hier hinter Ihnen. Was macht dieses Gebäude denn so spannend? Wir stehen mitten auf dem Marktplatz von Memmingen, also mitten im Zentrum der Stadt. Und da ist dieses Gebäude natürlich perfekt, weil hier tatsächlich das Leben von Memmingen sein Zentrum hat. Das Rathaus ist um die Ecke, hier ist zweimal in der Woche Wochenmarkt. Die Menschen sind hier ständig unterwegs, also es ist wirklich da, wo die Menschen sind in der Stadt. Das Haus ist ein sehr altes, es stammt aus dem 15. Jahrhundert. Da waren ursprünglich Augustiner-Eremiten drin. Man sagt, dass auch mal Martin Luther dort übernachtet hat. Dann war es Pfarrhaus bis vor einigen Jahrzehnten. Ja, jetzt ist es ein bisschen leer gestanden und jetzt wird es eben das Haus der City-Seelsorge. Ende 2019 soll eröffnet werden. Im Moment lärmt es noch, es staubt noch gewaltig auf der Baustelle. Was wird denn dann vor Ort sein? Was können denn die Menschen hier in Memmingen erwarten? Also wir werden unten im Erdgeschoss einen Begegnungsraum haben. Wir nennen ihn jetzt mal Café. Wie das Ganze dann betrieben wird, wird man sehen. Da soll ganz niederschwellig, wie man das so nennt, die Möglichkeit sein, einfach mit Kirche in Berührung zu kommen, aber einfach auch Menschen zu begegnen, da zu sein, einen Kaffee zu trinken. Dann ist im ersten Stock Büros der City-Seelsorge und auch Gesprächsräume für Gespräche, die man vielleicht jetzt nicht in so einem Café führen möchte.
Im ersten Stock bzw. zweiten Stock, je nachdem wie man es rechnet, ist dann die Caritas, die da oben Sozialberatung, Schuldnerberatung machen wird, was auch sehr gut passt, denn genau nebendran ist das Sozialamt. Und dann im Obergeschoss ganz oben unterm Dach ist so ein Mehrzweckraum für die Pfarrei St. Johann, denn deren Pfarrhaus war das ja über viele Jahrzehnte und das ist der Ort, wo sich die Pfarrei in Zukunft treffen wird. Was macht denn eine City-Seelsorge aus? Das heißt, was ist der Unterschied zu einem Pfarrheim, zu einem Begegnungszentrum? Was ist denn die Vision, die dahinter steckt? Die Vision ist tatsächlich, Menschen zu erreichen, die man sonst eigentlich nicht erreichen würde. Es geht um eine Pastoral der Menschen in der Stadt, die vielleicht gar nicht so selbstverständlich in der Kirche reinkämen, die aber auf dem Marktplatz sind und trotzdem gerne mal mit jemandem sprechen würden, die sich interessieren für Kirche, die einfach Fragen haben oder die einfach nur Ruhe wollen. Wir haben da hinten auch einen wunderschönen Innenhof, wo man dann Platz nehmen kann und so. Es geht darum, Menschen zu begegnen, da wo sie sind, in der Stadt. Und eben auch Menschen, die vielleicht nicht mehr so gebunden sind an einen Wohnort oder sowas, deren Leben sich an vielen Orten abspielt und die immer wieder mal durch die Stadt streifen, sage ich jetzt mal. Hört sich für mich so ein kleines bisschen nach Missionierung an. Ja, natürlich ist die Grundaufgabe von uns Christen immer missionarisch zu sein, aber der Hauptfokus von City-Seelsorge liegt nicht auf der Mission der Menschen, sondern liegt tatsächlich in der Begleitung der Menschen, so wie sie sind, ihnen zu begegnen, ihnen Hilfestellung zu geben, tatsächlich auch ein diakonischer Dienst, also einfach zuzuhören. Wir haben zum Beispiel jetzt schon die Einrichtung des offenen Ohres, wo von Montag bis Freitag immer ein Priester anwesend ist, der von 17 bis 18 Uhr da ist, zum Gespräch, zur Beichte, wie auch immer. Also wo man einfach mal mit jemandem reden kann, ganz unverbindlich. Und genau das soll ja auch da sein. Oder, dass wir Angebote haben für Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, für Menschen, deren Leben gerade gescheitert ist. Oder für Menschen, die auf dem Weg in den Ruhestand sind. Oder dann für Singles oder für Menschen in Pflegeberufen und so weiter und so fort. Wir versuchen also, Menschen in der Stadt in den ganz unterschiedlichen Situationen zu begleiten. Haben Sie das Gefühl, dass die Nachfrage hier in Memmingen besonders groß ist? Und warum ist das Projekt so spannend, auch wenn man in die Zukunft schaut? Man muss sich ja mit den Menschen entwickeln, oder? Also ich glaube, dass es in Memmingen sich lohnt, sowas zu machen, weil es doch durchaus ein wirklich städtisches Umfeld ist. Die Stadt hat 43.000 Einwohner, aber es kommen noch viel mehr in die Stadt hereingependelt jeden Tag, um hier zu arbeiten. Es gibt große Firmen. Es ist ein Einkaufszentrum für viele Menschen außen herum. Man spricht von 120.000 Menschen, die so im Umkreis von Memmingen leben und Memmingen als ihr Zentrum sehen. Und das ist dann doch ganz schön Klientel. Und genau das macht es spannend, weil man sich mit den Menschen fragen muss, was kommt denn jetzt? Was braucht man denn? Wie können wir denn Menschen begegnen? Wen braucht man denn? Wer braucht uns? Wer will uns? Und so weiter und so fort. Was ist denn nun aktuell Stand der Dinge? Das heißt, wo hapert es? Wo brauchen Sie vielleicht noch ein bisschen Unterstützung? Also wir haben, Gott sei Dank, endlich mit dem Bau begonnen. Das war lang genug, dass wir überhaupt erst gesucht haben, was ist denn der richtige Ort. Das war nicht von vornherein selbstverständlich, dass es das Pfarrhaus von St. Johann sein wird. Dann haben wir endlich die Pläne fertig. Also wir wissen, was wohin kommt. Es ist jetzt endlich soweit, dass auch der Presslufthammer Krach macht. Und es wird die nächsten Monate einfach Bau sein. Viele, viele Monate. Die Hoffnung ist, dass Mitte nächsten Jahres der Bau beendet ist und dass wir im Herbst dann endgültig einweihen können. Also was wir auch auf jeden Fall jetzt beginnen werden, ist Ehrenamtliche zu suchen, die dann im Café einen Dienst tun werden, die Menschen willkommen heißen, die Kaffee ausschenken, die sich mit Menschen unterhalten, die einfach da sind für Leute, die kommen. Da werden wir jetzt im Herbst dann beginnen, nach Menschen zu suchen und dann einen eigenen Ausbildungskurs machen in Gesprächsführung, in vielen psychologischen Dingen, aber auch in kirchlichen Grundlagen und so weiter. Das ist eine sehr spannende Sache und da brauchen wir unbedingt Leute. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.